In Konfliktmission 2 ist es unsere Aufgabe, diesen völlig gewöhnlichen, aber für die Siedler wohl heiligen Baum zu erobern. Was euch das Spiel nicht sagt, ist, dass ihr auch alle feindlichen KIs besiegen müsst. Jetzt mal ganz ehrlich, gibt es etwas, wofür die Siedler keinen Krieg führen? Wenn ich in Stellaris ein ganzes Volk in Mastvieh verwandle, nur weil seine Regierung mich beleidigt hat, ist es wenigstens noch etwas Persönliches. Das hier ist ein Baum, wie es ihn sogar auf dieser Karte zu Hunderten gibt. Das Gebirge in eurem Startgebiet enthält Spuren von Kohle, Eisen und Gold, ist aber nicht sehr ergiebig. Das ringförmige Gebirge westlich von euch enthält alle nützlichen Erze. Weitere Rohstoffe erhaltet ihr außer im Gebiet der Blauen Mayas. Euer wichtigstes Ziel ist es zunächst, das Gebiet der Blauen Mayas einzunehmen. Sorgt dafür, dass ihr das in einem Angriff hinbekommt, damit ihr alle Rohstoffe und Waren in diesem Gebiet sofort nutzen könnt. Danach baut ihr eure Wirtschaft auf und bereitet einen Fleischwolf an der Grenze zu den Wikingern vor, damit sie nicht zu stark werden. Produziert Level 3 Soldaten und bereitet eine Mana-Produktion vor, um eure Wirtschaft und bei Bedarf auch eure Soldaten zu unterstützen. Ab der 80. Minute können euch die Römer angreifen und danach werden sie das auch regelmäßig tun, was letztendlich aber dazu führen dürfte, dass sie sich selbst schwächen. Die Wikinger sind deutlich weniger aktiv, haben mich aber auch ohne Provokation zweimal angegriffen. Was ihr auch tut, lasst nicht zu, dass sie einen eurer Türme erobern, mal abgesehen von dem Turm, der Köder für den Fleischwolf ist. Während ihr die Angriffe abwehrt und eure Armee wächst, baut ihr setweise Zielobjekte. Ich hatte 4 von jedem, bevor ich in den Angriff übergegangen bin. Die Eroberung wird zwar stellenweise langwierig, aber letztendlich nicht schwierig. Sobald das Gebiet um den Baum euch gehört, hat dieser Konflikt ein Ende. Dafür werden sie mich hinrichten. Aber wenn es das Leiden beendet. Das Töten beendet. Dann ist es die einzig richtige Wahl.